Setz dich hin und halt die Schnauze. Ah, ich mag Diamanten. Ja, ja. Ach, das ist ja gar nicht Opa. Ich brauche neue Stimmen für die. Ah, was ist da los? Huch. Was macht der denn da? Okay, naja, jetzt haben wir hier also eine super leere Bude und ich weiß noch gar nicht, was will er denn überhaupt machen? Fähigkeit kochen lernen, der Oppes. Der Kunibert, ich muss mal ganz kurz gucken, wie geht's denn überhaupt? Oh, die haben alle mega Hunger. Wer kann denn kochen lernen? Soll der Opa mal kochen lernen, weil ich weiß gar nicht, ob der arbeiten gehen kann? Einen Kurs belegen? Nee, das machst du mal nicht, du hast nämlich keine Kohle. Wie kannst du denn mal kochen lernen? Nee, ich würde sagen, du kochst einfach was. Pass mal auf. Abendessen servieren. Und dann würde ich mal sagen, Herbstsalat, damit sie alle mal ein bisschen gesund leben. So, jetzt aber los. Alter, wie die hier laufen müssen. Voll die Laufwege. So, haben auch alle keine Energie. So, und dann lege ich das mal hier rein. Och, guck mal, wie das rührt. Oh, wieder Geralt damals in mir. Och, köstlich. Der Salat, der wird, wenn man eine Linie, wird der genau passen. Wo mein Hintern doch so fett geworden ist. So. Na, das war's also schon. Naja. So, einmal mal alle zum Essen rufen. Schön, wie die immer laufen. Ach, Adolf, reg dich doch nicht auf. Komm klar, Junge. Können die sich da nichts holen von der anderen Seite oder was? Das ist ja... Also das ist ja ein bisschen schade. Ich dachte, die können sich jetzt auch von der anderen Seite da einfach immer was holen. Und wieso setzt sie sich denn nicht hin? Komische Familie. Und ob es schon fertig wären, naja... Da. Der Salat. Ich hoffe, der Salat ist braun. So, ach, und er holt sich gleich noch einen Teller, deswegen. Na, das wird aber nichts mit der guten Figur, mein Freund. Ach, und Schnuckimund räumt gleich auf. Das ist ja liebevoll. It's your Tag. Neulich war ich auf dem Space Rave, Alter. Ja, Narbat. Braune Fenster. Ja, ich mag Blitze. Was hat er denn schon wieder? So, pass mal auf. Du markierst dir erstmal dein Revier. Und zwar, was will er denn machen? Aus dem Fenster gucken? Das will ich mal sehen. Ja. Passt ja schon ganz gut. So, du gehst natürlich mal böser Traum. Komm, du gehst mal einen bösen Traum haben. Ich würde sagen, ihr geht erstmal alle pennen, Schnucki, ne? Du gehst ja erstmal hier schön schlafen. Der Space-Opa, der Space-Papa geht hier mal hier schlafen. Extrem schlafen. Ja, passt ja. Ich gehe extrem schlafen, Alter. So, und Opa, der geht hier schön. Ein extremes... Und der geht auch extrem schlafen. Wieso? Was machen die denn hier alle so extrem? Das ist noch ein bisschen ungeil gelöst da mit dem Tisch, glaube ich. Was macht er denn da? Ach, Reste wegstellen. So, danach gehst du aber mal richtig extrem schlafen, Opa. So, dann kehrt hier auch Ruhe ein. Der Adolf pennt in seiner Nasszelle, das ist ganz in Ordnung so. Und der Rest der Familie legt sich hier in diesem ganz merkwürdigen Gebilde schlafen. Gute Nacht, ihr Schlömpels.
Unsere erste Nacht, sowas will er. Ach, vollgestopft. Es ist dunkel, hatte Angst im Dunkel. Unfertiger Raum. Dieser Raum braucht einen Fußboden. Ach, der hat noch gar keinen Wandbelag. Oh, das Schlafzimmer hat keinen Wandbelag und wir können es noch gar keinen leisten. Was ich aber mal mache in der Zwischenzeit, während die Schlömpels schlafen, was hat er denn hier? Flirten will der Opa, na klar. Jemanden kennenlernen will der Opa, na klar. Und er möchte gerne Profisportlerkarriere. Ja, Alter, nach Jahren Ecstasy-Konsum wirst du kein Profisportler mehr. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Eine Party veranstalten geht, Fähigkeit Gitarre lernen geht, Kurs belegen geht nicht, aber Objekt kaufen kannst du. So, Schnuckimund möchte gerne eine Stylistin-Karriere einschlagen, das geht. Fähigkeit Kochen lernen geht auch. Kurs belegen geht leider nicht. Gärtnern, aber Schnucki, sehr gerne doch. Der Adolf, was will der denn? Einen Teilzeitjob annehmen, sehr gerne. Logik erlernen, natürlich. Strategisches Denken ist da natürlich sehr wichtig. Kurs belegen leider nicht. Wurdest an der Logikschule nicht angenommen. Etwas säubern. Ja, wir müssen säubern. Dann säuber am besten mal dich selbst, und zwar dein Schmutzmaul kannst du mal säubern. Da hast du mal was gelernt. So, jetzt wollte ich aber hier mal ein bisschen so. Zack, und dann würde ich sagen, sieht alles so lächerlich aus hier noch. So, dann mache ich das mal so, ne? Oder? Und muss ich die Küche dann so anordnen? Weil ich mochte das immer mit diesem Theken, aber wenn die sich hier nicht so runternehmen können, ist das natürlich ein bisschen, naja, ne? Ein bisschen sinnfrei. Lalalalala. Und hier, ach, da ist noch Platz für alles Mögliche. Und ich muss auch dringend noch ein Bücherregal aufstellen und was weiß ich. So, jetzt pennt ihr aber erstmal alle schön, ne? Ach, wir sind ja noch Pause. So. Adolf amüsiert sich prächtig und vergisst den Alltagsstress. Ach Mensch. Okay. Ist es denn bald? Ah, es ist erst 0 Uhr, alter Schwede. La 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 la. Also die Nächte sind dann nicht so aufregend. La 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 la. Ach Mensch, der Adolf will eine Bestnote in der Schule erhalten. Das wundert mich nicht. Immer der Beste sein will er, wa? Ach Mensch, und steht um 3 Uhr morgens auf. Und will sein Bett machen. Da würde ich ja sagen, hier und dafür kannst du dann dein Bett machen. Bitteschön, Bett machen. So. Kannst dich aber auch gleich wieder. Kannst dich gleich wieder hinlegen mit einem bösen Traum. So, erfüllt. Ach Mensch. So, 3 Uhr. Die sind alle noch am Pennen. Unfertiger Raum. Unfertiger Raum. Die haben gerade alle unfertiger Raum. Da muss ich wohl noch. Ich glaube, da bringe ich nochmal ganz schnell Tapete an. Wenn ich mir das leisten kann. 4. Haben wir da vielleicht was Günstigeres? 4, 3. 5. Das ist gar nicht mal so einfach. Verschiedenes. Wand mit Bordüre. 240 können wir uns gar nicht leisten, verdammt. 160. Nee, können wir uns gar nicht leisten, da irgendwas dran zu malern. Also scheiß der Hund drauf. Brauchen wir eben erstmal einen Job für die Schlömpels. Huch. So, jetzt haben wir mal bitte. Ach, die sind ja schon alle wach hier. Was machen die denn da? Oh, was hat sie denn? Es ist dunkel. Die haben noch gar keine. Oh, die haben noch gar keine Lampen. Haben wir denn hier Deckenlampen? 65. Nackte Birne von spartanischer Beleuchtung.
Wer sich nicht vor prüfenden Blicken scheut, braucht diese unverkleidete Deckenbeleuchtung. Die nackte Birne von Spartanische Beleuchtung verfügt über keinerlei Schnickschnack oder Zubehör, das von ihrem eigentlichen Zweck ablenken könnte und erstrahlt daher in einem unverfälschten Glanz. Und darum geht es doch in erster Linie bei Licht. Die Hüttenleuchte. Eine Studie des Lichtinstituts Paris, LIP, hat ergeben, dass Deckenleuchten die Gefahr von nächtlichem Zehenstoßen stark verringern. Infolge dieser Forschungsergebnisse bieten jetzt manche Versicherungsgesellschaften Hüttenlampen zu drastisch reduzierten Preisen an. Und davon, ach Mensch. Ja, wird auf jeden Fall wunderschön hier. Nein! Nein! Tja, Freunde, jetzt heißt es den Gürtel enger schnallen. Fernseher verkaufen oder was? Nee, das kann man nicht bringen. Ja, wir haben sonst eigentlich nichts, was wir verkaufen können. Wir könnten höchstens Wände verkaufen, wenn wir die Betten zusammenschieben. Was vielleicht gar keine schlechte Idee ist, so im Nachhinein betrachtet. So. Ja, was macht ihr denn da jetzt? Du kannst doch ja, du gehst hier erstmal schön benutzen, dann machst du mal hier schön, ne? Extrem duschen bis sauber. Der macht doch alles extrem, der Junge. Und dann würde ich sagen, Reste essen, einen leckeren Herbstsalat und dann musst du mal sofort nach dem Job gucken. Ach, pisst er ja schön gegen die Wand, der alte Lurch. Ist ja unglaublich. Lamni passi patum, saha. Naglava. Usta. Platzalasa foisam. Ziga. No wa kibadu. Obi-Wan, du bist es. Nish. Mverflubi. Yachifu dashaka. Nabu churgleza. So, der Adolf ist noch am Pennen, alles klar. Und er fühlt sich auch überhaupt, ach, das ist ja er fühlt sich überhaupt nicht wohl, es ist dunkel, scheiße. Aber wir brauchen dringend Kohle, Leute. Fähigkeit Malerei lernen ist super. Einen Star küssen, nee, komm. So, und da ist der Adolf auch auferstanden. Was macht er denn jetzt? Herd überprüfen. Ich mach da jetzt mal keine Witze drüber. Da, hier, na, da ist er. Oh, Herdplatte, verstehe. Ach, da wollte er gerade jemanden verängstigen, ist ja auch lustig. So, benutzen, dann kannst du dich auch mal eine böse Dusche nehmen. Sehr schön, sehr schön. Chulabaka, Nufta. Banshu Mazi. Die können ruhig quatschen und er ist beruhigt. Es hat sich herausgestellt, dass dein Sim sich ganz umsonst Sorgen gemacht hat. Alle Geräte waren ausgeschaltet und nirgendwo drohte ein Unheil. Naja, es beruhigt die Nerven, gleich zweimal nachzusehen. Wegen Überprüfen von Herd. Mawimchu Chimbek. So, ach ja, Job können wir noch gar nicht gucken. Wir können uns ja einen Computer kaufen. Hahaha. Kronk, nu Lush, nu Shaga. Ach, cool. Gabazu. Oh, Burna. Vor allen Dingen ohne Licht hier das Ganze. Das ist ja toll hier in dieser dunklen Veranstaltung. So, 5:30 Uhr morgens. Da müsste doch bald die Zeitung kommen. So, was kann er denn mal machen? Hunger. Der kann sich gleich nochmal Reste essen, kann sich gleich nochmal einen Herbstsalat schnappen und du kannst... Ja, du kannst mal mitgucken hier. Hier. Da. Nein, was macht der denn? Sitzen. Ah, cool, wie die sich aufregen, wenn man die Kiste ausmacht. So, jetzt Mädchen, bist du mal dran. Benutzen und duschen. Und dann kannst du auch mal schön Reste essen. Leckeren Herbstsalat.